Einen schönen guten Morgen aus dem BR24 Newsroom und herzlich willkommen zu diesem BR24 Live mit einem Corona-Update für Deutschland mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Wir zeigen euch diese Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz und sprechen hinterher auch noch drüber, ordnen das Ganze ein, also unbedingt sehr gerne dranbleiben. Laut Robert-Koch-Institut sei ja der Höhepunkt der derzeitigen Corona-Welle überschritten anhand von mehreren Kriterien. Da wird spannend sein, wie genau das Robert-Koch-Institut also die aktuelle Lage in der Pandemie einschätzt. Höchstwahrscheinlich wird es auch noch darum gehen, um das Scheitern der Impfpflicht gestern im Bundestag nach der Abstimmung und natürlich auch ein bisschen um das Hin und Her bei der freiwilligen Corona-Isolationspflicht. Karl Lauterbach hat ja zuerst angekündigt, wer sich mit Corona ansteckt ab 1. Mai, dem sei es freiwillig überlassen, ob er sich isoliert oder nicht. Das hat er dann einen Tag später wieder korrigiert, gesagt, das sei ein Fehler. Auch dieses Hin und Her wird sicherlich eine Rolle spielen bei den Fragen. Wir gehen aber jetzt erstmal ab zur Pressekonferenz. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer regelmäßigen Pressekonferenz zur Corona-Lage. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Neben ihm hat Platz genommen, auch schon traditionell, Professor Dr. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und ganz außen sitzt Professor Dr. Gernot Marx. Er ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Als Vorbemerkung für alle, die uns per Livestream oder live im Fernsehen sehen, wie immer, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin über die Bundespolitik berichten. Wir veranstalten Pressekonferenzen, das ist unsere Mitgliedschaft, die Leser und Zuhörer und Zuschauer besser informieren kann. Das als Vorbemerkung und jetzt haben Sie das Wort, Herr Lauterbach, bitteschön. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Gentivani, dass wir wieder hier in Ihrem Haus Gast sein dürfen. Ich fange mal mit der positiven Nachricht an. Die Fallzahlen gehen deutlich zurück. Das ist also eine Entwicklung, die wir antizipiert hatten. Es war daher richtig, die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes noch einmal für 2 Wochen zu verlängern. Und wir sind jetzt in einen relativ stabilen Rückgang der Fallzahlen gekommen. Was nicht richtig gut läuft, ist die nachlaufende Zahl der Schwererkrankten, die noch in der intensivmedizinischen Versorgung sind, und die Sterbefälle, die daraus resultieren. Daher habe ich auch Herrn Marx gebeten, uns heute zu unterstützen und uns zu berichten, wie der Sachstand da genau ist. Und zu den Fallzahlen selbst, Rückgang, das wird Herr Wieler gleich machen. Ich komme daher zu den nicht so guten Nachrichten dieser Woche. Und da steht natürlich voll im Vordergrund die Niederlage bei dem Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Das ist im Deutschen Bundestag nicht möglich gewesen. Es hat eine klare und auch bittere Niederlage für alle Impfpflichtbefürworter gegeben. Das ist auch für mich der Fall natürlich, weil ich habe mich sehr intensiv und aus Überzeugung für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht eingesetzt. Und das habe ich als Abgeordneter getan, nicht in der Funktion des Bundesgesundheitsministers, weil wir ja hier eine ethische Frage besprochen haben, die aus der Mitte des Parlaments dann zu entscheiden war. Aber als Abgeordneter habe ich mich da eingesetzt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass aus der Perspektive des Gesundheitsministers eine solche allgemeine Impfpflicht dringend notwendig gewesen wäre. Somit ist es eine klare, herbe Niederlage, die in dieser Größenordnung auch also es sehr unwahrscheinlich macht, dass sich hier noch viel im Deutschen Bundestag bewegen wird. Also eine schlechte Nachricht für all diejenigen, um mal damit anzufangen, die sich seit mehr als zwei Jahren aufopferungsvoll für schwerstkranke Covid-Patienten eingesetzt haben und das weiter tun. Das ist aber auch eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die jetzt von der Erkrankung bedroht sind, zum Beispiel diejenigen, die vulnerablen Gruppen angehören, wo die Impfung nicht perfekt wirkt oder eine also schwache Wirkung nur zeigt, die dann immer gefährdet sind, wenn die Fallzahlen hoch sind. Das ist eine schlechte Nachricht für diejenigen, die mit Einschränkungen leben müssen, wenn wir beispielsweise bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, die das normale Leben nicht zulassen. Und es ist auch eine traurige Nachricht für die also Sterbefälle und Schwerstkranke, die wir hätten verhindern können durch die allgemeine Impfpflicht. Mit diesen Leuten habe ich auch nicht nur Mitleid, sondern ich fühle mit. Ich finde, es ist traurig,
dass wir über eine so lange Zeit jetzt schon diese hohen Sterbezahlen pro Tag also erleben müssen. Und ich hatte gehofft, dass wir im Herbst in einer anderen Lage sein würden. Das ist jetzt ungewisser, als es gewesen wäre, wenn wir die allgemeine Impfpflicht eingeführt hatten. Der Antrag zur allgemeinen Impfpflicht, der jetzt zum Schluss zur Abstimmung stand, war ein guter Antrag. Der hatte meine volle Unterstützung. Natürlich wäre eine Impfpflicht ab 18 noch umfänglicher gewesen. Aber da über 90% der Sterbefälle durch das Coronavirus und mit dem Coronavirus bei über 60-Jährigen vorkommen, hätte die Impfpflicht dieser besonders vulnerablen Gruppe, die im Antrag vorgesehen war, als Pflichtimpfung oder als Pflichtimpfnachweis, das hätte sehr geholfen. Anders ausgedrückt, 90% des medizinischen Nutzens, den man mit einer Impfpflicht ab 18 erreicht hätte, hätte man auch mit einer Impfpflicht ab 60 erreicht. Von daher war ich davon ausgegangen, dass dieser moderate Kompromiss auch die Unterstützung vieler Abgeordneten findet, die sich mit einer Impfpflicht ab 18 nicht einverstanden erklärt hätten. Aber bei einer Impfpflicht auf die vulnerablen Gruppen und die Älteren bezogen durchaus. Und das ist aber nicht passiert. Was folgt daraus? Es folgt daraus, im Herbst werden wir wahrscheinlich ein drittes Mal nicht optimal in die dann zu erwartende Welle hineingehen. Es ist natürlich möglich, dass es im Herbst keine große Welle gibt. Das ist möglich, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ich kenne eigentlich keine größere Studie und auch keinen also bekannteren Wissenschaftler, mit dem ich in Kontakt bin, der davon ausgeht, dass wir im Herbst nicht eine erneute Welle bekommen. Das kann eine Omikron-Welle sein, das kann eine veränderte Omikron-Variante sein, mit der wir ringen müssen. Das kann auch eine rekombinierte Variante sein. Es ist auf jeden Fall mit einer Welle zu rechnen. Das ist meine Sicht der Dinge. Wir sehen jetzt schon Anzeichen dafür, dass das Omikron-Virus sich verändert, die sogenannte XE-Variante. Es gibt aber auch noch andere Varianten. Es gibt die BA1-Variante, die abgelöst wird durch BA4 und BA5. Ob das unabhängige Varianten zum Schluss sein werden oder nicht, das wissen wir nicht. Aber die Voraussetzungen, dass neue Varianten entstehen, sind einfach für das Virus optimal, weil wir haben derzeit hohe Fallzahlen und unterschiedliche Varianten, die es schon gibt. Die können sich dann in Infizierten rekombinieren, wenn jemand mit mehreren Varianten gleichzeitig infiziert ist, so wie es wahrscheinlich auch bei der Entstehung der anderen Varianten der Fall gewesen ist. Somit müssen wir damit rechnen, dass tatsächlich im Herbst entweder Omikron oder eine veränderte Omikron-Variante zu bekämpfen ist. Und dann sind wir nicht optimal vorbereitet. Was kommt kurzfristig daraus? Werden wir weitere Gespräche mit der Union oder mit anderen Parlamentariern führen? Ich glaube, man darf sich Gesprächen nie verweigern. Als Arzt muss man, wenn das Leben eines Patienten in Gefahr ist, immer nichts unversucht lassen und bis zum Schluss kämpfen. Und das gilt auch für Politiker, die sich mit also einer solchen Materie, wo es letztlich um das Leben von Menschen geht, die wir schützen wollen, handelt. Ich bin aber sehr skeptisch, weil wir haben ja Gesprächsangebote über viele Monate gemacht und dabei ist nichts herausgekommen. Ich habe ja auch gestern in meiner Rede die Union direkt angesprochen und gebeten, dass sie uns staatstragend unterstützt in der Situation, in der wir jetzt waren. Das ist nicht passiert. Von daher bin ich sehr skeptisch und glaube offen gesagt nicht, dass wir durch zusätzliche Gespräche noch etwas erreichen können. Es ist hier nicht die Zeit von Schuldzuweisungen. Ich werde mich daher an Schuldzuweisungen auch nicht also beteiligen. Das Verfahren hat aber ein klares Ergebnis gehabt und mit diesem Ergebnis müssen wir leben. Was folgt daraus mittelfristig? Mittelfristig erfolgt daraus also dreierlei. Zum einen, wir haben keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Die Lockerungen können jetzt nicht fortgesetzt werden. Wir haben das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht. Wir haben nach wie vor zero Fallzahlen. Wir haben 200 bis 300 Tote pro Tag. Die Zahl der Menschen, die sterben, steigt derzeit sogar noch an. Im Herbst müssten wir erwarten, dass die Lage sich nicht also verbessert, sondern verschlechtert. Wir werden auch eine Sommerwelle wahrscheinlich haben. Da stimme ich der Einschätzung von Herrn Drosten zu. Somit der Spielraum für Lockerungen ist komplett aufgebraucht. In dem Zusammenhang ist es auch richtig, dass wir die zuerst diskutierte
also Veränderung der Isolations- und Quarantäneverordnung, die darauf hinausgelaufen wäre, dass die Isolation von also Corona-Infizierten durch die Gesundheitsämter nicht mehr angeordnet wird, dass wir das nicht machen. Das habe ich ja selbst zurückgenommen. Wir haben das diskutiert. Das wäre ab dem 1. Mai möglicherweise in Kraft getreten, aber das können wir uns einfach nicht leisten. Wir hätten damit das völlig falsche Signal gegeben, als dass die Corona-Infektion eine Isolation nicht benötigt und die Gesundheitsämter das nicht mehr machen müssen. Der Vorschlag ist zurückgenommen und er wird auch jetzt nicht mehr verfolgt auf absehbare Zeit. Es war auch richtig, dass wir das Infektionsschutzgesetz um 2 Wochen verlängert haben und die Hotspot-Regelung gemacht haben. Aber damit werden wir mit Sicherheit im Herbst nicht über die Runden kommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch schon darauf einstellen, dass wir spätestens am 23.09., dann läuft das Infektionsschutzgesetz ja aus, was wir jetzt haben, vielleicht früher, je nachdem, wie die Entwicklung sich also abzeichnen, müssen wir noch einmal an das Infektionsschutzgesetz sicherlich heran. Denn wir können mit dem, was wir jetzt wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne eine Maskenpflicht zum Beispiel in den Herbst hineingehen. Wenn wir keine also allgemeine Impfpflicht erreichen, gehen mit der Impflücke in den Herbst hinein und haben darüber hinaus diese alte Bevölkerung, die wir zu schützen haben. Wir haben einen hohen Altersdurchschnitt in Deutschland. Und bis dahin haben auch die Boosterimpfungen und die Zweitimpfungen ein Stück weit ihre Wirkung verloren, müssen wir auf jeden Fall noch einmal an das Infektionsschutzgesetz ran. Damit erkläre ich keine Neuigkeiten. Das ist ja so ohne dies vorgesehen, dass wir im September also spätestens zum 23.09. das Gesetz noch einmal aufmachen müssen. Und ich glaube, dass wir uns einfach mehr Freiheiten im Infektionsschutzgesetz hätten leisten können, wenn wir hier zu einer allgemeinen Impfpflicht gekommen wären und hätten die große Impflücke, die es bei Älteren in dieser Form ja in anderen europäischen Ländern nicht gibt. Die anderen europäischen Länder haben ja, westeuropäischen Länder haben ja zu einem großen Teil eine viel geringere Zahl von älteren Menschen über 60, die nicht geimpft sind. Also da wir diese Lücke haben, müssen wir auch beim Infektionsschutzgesetz vorsichtig sein. Und schließlich, wir müssen noch einmal an eine kreative Kampagne für die Impfung herangehen. Wir haben da schon also einiges gemacht. Wir haben auch also Subgruppen und also Setting-spezifische Kampagnen gemacht. Die sind in der Öffentlichkeit zum Teil nicht so viel gesehen worden, weil die eben in den entsprechenden Communities stattfinden. Aber da müssen wir noch einmal einen kreativen Aufschlag machen. Wir müssen die Zeit nutzen, über die nächsten Monate tatsächlich kontinuierlich für die Impfung zu werben. Wenn wir das kreativ und gut machen, also wirklich kreative Werbung, Impfwerbung, die auch gut erklärt und Gründe gibt, sich impfen zu lassen, das läuft für einige Monate, glaube ich, wird das auch für den Herbst einen Unterschied machen. Lassen Sie mich abschließend noch etwas zu den bevorstehenden Osterferien sagen. Ich bitte alle, die die Reise für Ostern jetzt planen, sich vor der Reise noch testen zu lassen, sodass wir während der Reise und auch bei den Besuchen, die dann geplant sind, andere nicht anstecken und auch ein geringeres Risiko über uns dann haben, dass andere uns anstecken. Die Osterreise darf hier nicht also zu einer Unterbrechung der derzeit günstigen Entwicklung der Fallzahlen führen. Das sollten wir tun für alle, die mit uns reisen. Das sollten wir aber auch tun zum Schutz unserer Familien und zum eigenen Schutz. Und schließlich will ich auch noch mal darauf hinweisen, die STIKO hat die vierte Dosis für alle ab 70 empfohlen. Und für diejenigen, die Risikofaktoren wie zum Beispiel Immundefekte oder eingeschränktes Immunsystem haben, zum Beispiel auf der Grundlage von Krebserkrankungen, die behandelt werden müssen. Die vierte Dosis wird viel zu wenig genutzt, viel zu wenig genutzt. Wir haben dort nicht die Nutzung, die wir brauchen. Derzeit sind die Impfzentren gut in der Lage, Termine zu vergeben. Ich empfehle daher allen, jetzt umgehend die vierte Dosis in Anspruch zu nehmen, die durch die Empfehlung der STIKO abgedeckt werden. Ich rate auch zu einer großzügigen Interpretation der Empfehlung der STIKO, denn es sind hier nicht nur diejenigen, die Immundefekte haben. Die Studienlage aus Israel ist relativ eindeutig, dass also die Sterblichkeit für diejenigen, die die vierte Impfung 4 Monate nach der dritten nehmen und die über 60 sind, die Sterblichkeit geht noch einmal um etwa
etwas weniger als 80% zurück. Selbst wenn man die methodischen Schwächen dieser Studie mit einberechnet, sprechen wir hier von einer sehr nennenswerten Senkung der Sterblichkeit. Daher appelliere ich dafür, dass man die Empfehlung der STIKO hier liberal interpretiert und dass diejenigen sich mit der vierten Impfung jetzt ausstatten, die also Risikofaktoren haben, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes, Hypertonie-Patienten, Herzinsuffizienz-Patienten, Menschen, die eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben, rheumatische Patienten, die also Methotrexat oder andere Immunsuppressiva geben müssen. Die Liste ist lang. Herr Marx kann dazu vielleicht noch ausführen. Die vierte Impfung steht zur Verfügung und ist für die über 60-Jährigen, die Risikofaktoren haben, auch nochmal ein also wichtiger Schutz. Wir blicken nach vorn. Das war eine schlechte Woche für den Schutz der Bevölkerung vor der Corona-Infektion. Aber wir geben erstens nicht auf, wir machen weiter und wir müssen auch zurückblicken. Bisher ist es auch nicht immer schlecht gelaufen. Wenn man die Sterblichkeit also in Deutschland gemessen, wie alt unsere Bevölkerung ist und wie hoch die Impfquote ist oder genauer gesagt die Quote der Nicht-Geimpften, wenn man das heranzieht, dann haben wir immer noch eine deutlich bessere Sterblichkeit als die meisten unserer Nachbarländer. Und unsere Arbeit muss darauf hinauslaufen, dass wir dies erhalten, dass wir dies weiter schaffen, dass wir weiter einen konservativen Kurs fahren. Deutschland hat einen konservativen Kurs durchgezogen zum Schutze der Bevölkerung. Daran werden wir festhalten, auch wenn in dieser Woche die allgemeine Impfpflicht nicht so wie geplant beschlossen werden konnte. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach. Herr Professor Wiede. Ja, wir haben den Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten. Die Fallzahlen sinken und das in allen Bundesländern sinken die 7-Tage-Inzidenzen. Auch in allen Altersgruppen beobachten wir eine Absenkung der 7-Tages-Inzidenzen und zwar deutlich. Das sind sehr gute Nachrichten für uns alle. Trotz des deutlichen Rückgangs sind die Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenzen aber immer noch auf einem hohen Niveau. Es gibt immer noch Landkreise, die haben eine 7-Tage-Inzidenz über 3.000. Und durch die hohen Fallzahlen sind natürlich auch nach wie vor viele Menschen krank, in Isolation oder Quarantäne. Wahrscheinlich kennt jeder von uns jemanden, der jetzt gerade Covid hat oder erst kürzlich Covid hatte. In den meisten Fällen läuft die Infektion mild. Und das ist natürlich tatsächlich sehr beruhigend. Dennoch bleibt bedrückend, dass immer noch täglich 200 bis 300 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden. Auch bei einer positiven Lageentwicklung werden wir wahrscheinlich noch länger diese hohen Todesfallzahlen sehen. Denn in der Regel versterben ja die Mitmenschen, die an Covid-19 infiziert wurden, etwa 2 bis 3 Wochen nach der Infektion. In der aktuellen Lage sind auch nach wie vor die Strukturen des Gesundheitswesens sehr groß belastet. Das heißt also, das sind die Pflege, die ambulanten Versorger, die stationären Versorger und natürlich auch immer noch die Labore und Gesundheitsämter. Seit vielen Jahren informiert die syndromische Surveillance des Robert-Koch-Instituts Erreger unabhängig über die aktuelle Krankheitsschwere und Häufigkeit der akuten Atemwegsinfektion in unserem Land. Diese Daten werden von der Bevölkerung, von Arztpraxen und von Krankenhäusern direkt an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Die Systeme wurden nach den Empfehlungen der WHO extra auch für eine Pandemiebewältigung entwickelt und sie haben sich bereits seit Jahren in der Influenza-Surveillance bewährt. Sie geben uns deshalb ein gutes Bild über die akuten Atemwegserkrankungen in unserer bundesdeutschen Bevölkerung. Wir beobachten, dass in der aktuellen Welle die Zahl der schweren Krankheitsverläufe bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen deutlich niedriger ist. Die Rate der Atemwegsinfektionen bei Kindern und Erwachsenen ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken und liegt im Bereich der Werte von den vorpandemischen Jahren. Die Anzahl der Arztbesuche ist ebenfalls gesunken und die Anzahl der schweren Atemwegsinfektionen mit Covid-19-Diagnose im Krankenhaus geht kontinuierlich zurück. Und bei der Zahl der wöchentlichen Neuaufnahmen
schwere Atemwegsinfektionen auf die Intensivstationen haben wir fast schon das niedrige Niveau erreicht, das wir vor der Pandemie im Sommer gesehen haben. Das sind sehr gute Entwicklungen. Wir haben von Beginn der Pandemiebekämpfung an konsequent eine Strategie gefahren in unserem Land. Diese Strategie besteht aus drei Säulen: der Eindämmung von Infektionen, dem Schutz der vulnerablen Gruppen und der sogenannten Abmilderung durch Behandlung der Patienten in unserem Gesundheitssystem. Diese drei Säulen greifen kontinuierlich ineinander. Omikron ist ansteckender als alle früheren Varianten. Das hat zu Fallzahlen geführt, die wir in den früheren Wellen so nicht gesehen hatten. Durch die extrem hohen Fallzahlen ist die Verhinderung jeder Übertragung nicht immer möglich, um Infektionsketten zu brechen. Das ist auch nicht mehr immer um jeden Preis nötig. Es gelingt nicht mehr, jeden einzelnen Fall nachzuverfolgen. Der Fokus unserer Strategie verschiebt sich also zunehmend auf den Schutz der vulnerablen Gruppen sowie die Abmilderung der Folgen der Erkrankung. Die Kombination von einem steigenden Immunschutz in der Bevölkerung, und zwar durch gut wirksame Impfungen oder den direkten Kontakt mit dem Virus, sowie einen grundsätzlich geringeren Anteil schwerer Erkrankungen bei Infektionen durch die Omikron-Variante, führt insgesamt zu einem geringeren Anteil schwerer Covid-19-Infektionen. Ein Problem ist aber, die vielen Personen, die nur mit der Omikron-Variante infiziert waren, aber eben nicht geimpft sind, die haben nach allem, was wir heute wissen, keinen guten Schutz gegen die anderen Varianten. Wir wissen seit vielen Monaten, wie wir uns vor Covid-19 schützen können. Wir haben ja diesen Werkzeugkasten, der sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt hat, Schritt für Schritt angepasst an das Wissen, das wir über das Virus erlangt haben. Wir hatten dank genialer und tüchtiger Wissenschaftler das Glück, dass uns eine wirksame Impfung so früh zur Verfügung stand. Denn wir wissen, die Impfung kann nicht immer vor Infektion, vor Ansteckung schützen. Wenn aber viele Menschen geimpft sind, reduziert sich auch das eigene Infektionsrisiko. Und wenn wir uns trotz Impfung angesteckt haben, reduziert die Impfung das Risiko erstens für einen schweren Covid-19-Verlauf, zweitens für einen tödlichen Covid-19-Verlauf und drittens nach den neuesten Untersuchungen auch vor den Langzeitfolgen, die wir als Long-Covid kennen. Alle Daten belegen, dass eine Grundimmunisierung und insbesondere die Auffrischimpfung einen sehr hohen Schutz vor schwersten Verläufen auch mit Omikron bietet. Und in diesem Zusammenhang ist es auch wirklich wichtig zu verstehen und zu wissen, auch wenn Sie bereits einmal infiziert waren, lassen Sie sich trotzdem impfen. So können Sie den bestmöglichen Schutz erreichen. Ich fasse zusammen, wir sind in einer deutlich besseren Lage als zu Beginn der Pandemie. Wir haben mit einer Covid-19-Variante zu tun, die bei den Geimpften meist nur eine milde Erkrankung hervorruft. Und uns stehen sehr wirksame Impfstoffe zur Verfügung. Lassen Sie sich also impfen. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, lassen Sie sich auffrischen. Denn die Boosterimpfung ist wirksamer als zwei Impfdosen. Da der Immunschutz nach der Grundimmunisierung nachlässt, ist die Auffrischimpfung jetzt besonders wichtig. Halten Sie sich an die Empfehlungen der STIKO. Die STIKO ist ein wissenschaftlich unabhängiges Gremium, das evidenzbasiert Empfehlungen ausspricht. Für manche vulnerable Gruppen, Minister Lauterbach hat es gerade nochmals betont, wird eine zweite Auffrischimpfung von der STIKO empfohlen. Wenn Sie diese Auffrischimpfung noch nicht haben, bitte holen Sie sie nach. Und auch wenn Sie eine Covid-19-Infektion hatten, aber bisher nie geimpft waren, lassen Sie sich impfen. Sie haben dann einen ausgezeichneten Immunschutz. Und tragen Sie bitte weiterhin eigenverantwortlich auch Masken, insbesondere in Innenräumen mit anderen Personen. Und wenn Sie Symptome haben, bleiben Sie bitte möglichst zu Hause und treffen Sie eben nicht die Vulnerablen in unserer Gesellschaft, die ein höheres Risiko haben. Diese vulnerablen Mitmenschen in unserer Gesellschaft, sie brauchen unsere Solidarität und unsere Rücksicht. Bitte lassen wir sie ihnen auch zukommen. Wir erwarten einen Sommer mit im Vergleich zum letzten Sommer hohen Fallzahlen. Wir müssen daher alle weiterhin vorsichtig mit dieser Situation umgehen. Und am Ende, meine Damen und Herren, geht es ja um Menschenleben. Lassen Sie uns gemeinsam füreinander sorgen und positiv nach vorne blicken.
Wir haben alle Werkzeuge in der Hand, um das Geschehen zu kontrollieren. Dankeschön, Professor Wieler. Dann Professor Marx, bitteschön. Vielen Dank. Weil ich dies in aller Regel immer gefragt werde, zu gute Nachricht zuerst. Bundesweit gibt es nach den Informationen der DIVI keine Überlastung der Intensivstation, trotz weiterhin hoher Inzidenzen. Unsere Situation in der Intensiv- und Notfallmedizin mit Blick auf die Versorgung und Behandlung von Covid-Patienten ist derzeit beherrschbar. Seit Anfang Februar liegt die Anzahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen konstant zwischen 2.000 und 2.400 Patienten, aktuell akut 2020 und nicht mehr wie zum Beispiel im Dezember bei 5.000 Patienten. Durch die in der Regel milderen Verläufe von Omikron müssen wir anteilsmäßig deutlich weniger Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandeln. Wir behandeln auch kürzer, in der Regel bei Omikron 9 Tage. Das war zum Beispiel bei der Delta-Variante noch doppelt so lange, mit 18 Tagen im Mittel. Wir behandeln sehr viele ältere Menschen wieder. Knapp 80% aller Patienten, die wir behandeln, sind 60 und älter. Jetzt die schlechte Nachricht. Auch wenn ich sage, wir verzeichnen keine Überlastung der Intensivstation durch Covid-Patienten, so sind die Stationen doch wieder mehr als belastet. Hier machen sich die hohen Inzidenzen durchaus bemerkbar. Seit Mitte Februar stehen wieder immer mehr Ampeln unserer Intensivstationen auf Rot, derzeit knapp 40%, das heißt 525 von 1.324 Stationen in Deutschland. Das bedeutet eingeschränkter Betrieb. Hier müssen wieder OPs verschoben werden, sind Intensivbetten für die Versorgung von Notfallpatienten mehr als knapp und arbeitet das Personal weiterhin am Limit. Der Grund im Moment ist vor allen Dingen fehlendes und dieses Mal vor allen Dingen erkranktes Personal. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Corona-positiv, viele sind krank und damit nicht arbeitsfähig. Die hohe Quote fehlender Mitarbeiter ist für das Gesundheitssystem insgesamt und im Besonderen auf den Intensivstationen belastend und eine wirklich große Herausforderung im Moment. Es ist daher unerlässlich, perspektivisch zu planen und zu handeln. Ja, Frühjahr und Sommer werden vielleicht nicht die Entlastung bringen wie in den letzten zwei Jahren, aber es wird eine Entlastung geben. Wenn die Impflücke allerdings weiterhin bei rund 25% liegt, so erwarten wir im Herbst wieder stark steigende Corona-Patientenzahlen, insbesondere auf der Intensivstation. Corona ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiter wachsam bleiben. Dazu werden auch viele Patienten mit anderen Infektionserkrankungen medizinische Hilfe in der Klinik und auch auf den Intensivstationen benötigen. Ich denke hier zum Beispiel an die Influenza. Grippewellen haben wir in den letzten beiden Corona-Wintern durch die Hygieneabstandsregeln und das konsequente Tragen von Masken kaum gesehen. Wir befürchten, sie werden nächsten Winter kommen. Entsprechend schon heute unser Appell, weiter an die Hygienemaßnahmen denken, klug mit dem Masketragen weiter vorangehen und denken Sie im Frühherbst auch an die Grippeimpfung. Was braucht es also derzeit aus Sicht der Intensiv- und Notfallmediziner? Vorbereitung. Die Infektionszahlen werden weiter sinken, wenn wir weiterhin klug und umsichtig handeln, wie eben auch schon ausgeführt, und bereits sind, Gelerntes anzuwenden. Wenn wir die regionalen Entwicklungen, und hier haben wir sehr hohe Unterschiede tatsächlich im Moment, frühzeitig erkennen, müssen wir bereit sein, gegenzusteuern. Nach jedem Einsatz stellen wir als Notfallmediziner für den nächsten unseren Koffer mit Medikamenten, Verbandsmaterial und Equipment wieder so zusammen, dass er komplett ist und einsatzbereit, wenn der nächste Notruf kommt. Wir erwarten einen solchen Koffer mit politischen Einsatzinstrumenten für Herbst und Winter, damit im Zweifel alles, was geht, zum Einsatz kommen kann, und zwar sofort. Wir haben in der Intensivmedizin in den Covid-Wellen unter Hochdruck Strukturen geschaffen, die es jetzt gilt, dauerhaft zu etablieren. So sind viele Berufstätige, wie Sie auch, haben gelernt, virtuell per Videokonferenz im Team zusammenzuarbeiten, haben wir telemedizinische Netzwerke in der Intensivmedizin und Notfallmedizin etabliert. Patienten in kleineren Häusern konnten von der Expertise größerer profitieren. Unzählige Transporte konnten zusätzlich eingespart werden. Viele weitere solcher innovativen Maßnahmen wurden im Eiltempo geschaffen. Wir fordern, dass diese zum Beispiel die Telemedizin für Intensiv- und Notfallpatienten jetzt auch ins Portfolio der Regelversorgung aufgenommen werden. Und nicht nur für Corona-Patienten, sondern für alle schwerkranken Patienten. Diese Maßnahmen sind für unserer Meinung nach ein wichtiges Rüstzeug für die Zukunftsversorgung in unserem Land. Und last but not least, das Personal. Die wichtigste Vorbereitung für die wichtigste Ressource im Gesundheitswesen sind die Menschen, die hier arbeiten.
Sie brauchen Perspektiven, Entlastung, psychosoziale Unterstützung. Es gibt ja sehr viele Batterien in den Teams, die wieder aufzuladen sind. Hier braucht es also wirklich ein wirklich großes Maßnahmenpaket und eine langfristige Perspektive, um alle weiter in dem Job zu halten und vielleicht sogar neue Menschen, die wir für diese Arbeit begeistern. Also perspektivisch, wir brauchen diese politischen Einsatzkoffer, wir brauchen die Etablierung neuer Strukturen und wir brauchen mehr denn je jeden einzelnen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Professor Marx. Dann kommen wir zu Fragen. Ich unternehme mal den Versuch einer Sortierung, weil ich auch online sehr viele Fragen zum Thema Impfpflicht habe, würde ich damit gerne anfangen. Und ich beginne auch mit einer Online-Frage. Julius Böhm von der BILD fragt an Sie, Herr Lauterbach, warum ist die Ablehnung des Bundestags bei der Impfpflicht eine, wird hier zitiert, herbe Niederlage, nachdem kein anderes europäisches Land eine Impfpflicht hat bzw. diese umsetzt? Oder sprechen Sie von einer Niederlage für sich selbst? Und welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Niederlage? Es ist eine Niederlage für all diejenigen, die also die allgemeine Impfnachweispflicht durchsetzen wollten. Und also dazu zähle auch ich. Ich habe sehr intensiv für diese Impfpflicht geworben. Das habe ich aber nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern weil ich einfach die Situation schon jetzt unbefriedigend finde. Wir haben im Moment, wir beklagen 200 bis 300 Todesfälle. Die intensivmedizinische Situation hat sich entspannt. Herr Marx hat das ausgeführt. Es sterben aber viele Menschen, die gar nicht mehr auf die Intensivstation kommen. Und somit also ist das keine Situation, an die ich mich einfach gewöhnen möchte, dass wir einfach jetzt für die nächste Zeit sagen, also wir verlieren jeden Tag 300 Leute oder 200 Leute an Covid oder erst recht im Herbst. Und jetzt käme ja quasi erstmal der Sommer, wo wir damit rechnen können, dass die Sterbezahlen heruntergehen. Im Herbst hätten wir eine solche Perspektive nicht, wären wir jetzt im Oktober und hätten die Fallzahlen, die wir heute haben, vielleicht noch mit einer ansteckenderen Variante und würden dann auch wieder 200 oder 300 Menschen verlieren pro Tag, hätten aber keine Perspektive, dass das ändert über die nächsten Monate. Das ist einfach etwas, was ich uns allen ersparen möchte. Und daher ist für mich da nicht maßgeblich, was andere Länder tun. Daran orientieren wir uns mal mehr, mal weniger. Aber wir sollten uns überlegen, was ist eigentlich richtig für unsere Bevölkerung. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass wir eine relativ gute Bilanz haben in Bezug auf die Zahl der Menschen, die gestorben sind. Immer noch viel zu viele. Aber diese Bilanz also und auch diese Erfolge möchte ich einfach fortsetzen. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich umso intensiver mich dafür einsetzen muss, dass mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Bevölkerung hier geschützt bleibt. Dann Herr Jung, bitte. Da vielen Gästen auch in den Wortbeiträgen Sätze wie, ich zitiere, Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Und sowas kommt nicht aus der AfD, sondern zum Beispiel von Ihrem Koalitionspartner, Herr Lauterbach, also Herr Kubicki hat das gesagt. Wie kann das nach 2 Jahren Pandemie immer noch sein, dass so ein Unsinn gesagt wird? Und warum klären Sie Ihre eigenen Koalitionspartner nicht auf, Herr Lauterbach? Und Herr Wieler, was denken Sie bei solchen Sätzen? Ja, zunächst, also ich habe Herrn Kubicki in meiner Rede direkt angesprochen und ich schätze Herrn Kubicki sehr, aber seine Expertise in puncto also Impfwirkungen, Impfschutz sind noch immer nicht da, wo sie sein müssten nach dieser langen Zeit. Das ist aber, also es hat jetzt nichts mit also der Ampelregierung zu tun. Das ist ja quasi kein Regierungshandeln, sondern er vertritt halt diese Position, ist da nicht optimal informiert. Und ich habe ja selbst in meiner Rede angeboten, dass ich entsprechende Literatur ihm zur Verfügung stelle. Ja, das kann ich nicht viel mehr zu ergänzen. Die Faktenlage ist, wie sie ist. Und wir stellen halt immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die Fakten negieren. Frau Buschow von Pardon. Eine Nachfrage. Herr Lauterbach, wer regiert eigentlich jetzt in der Corona-Politik? Wer hat das Sagen? Wir regieren als Koalition, als Ampelkoalition. Und ich glaube, dass die Frage soll ja im Prinzip andeuten, als wenn in der Corona-Politik die FDP, die Regierungspolitik bestimmen würde. Das ist definitiv und klar nicht so. Also wir regieren im
Verbund. Und dazu also zählen die Dinge, die da zu beschließen waren, aber eben nicht die allgemeine Impfpflicht. Die Impfpflicht ist eine Entscheidung des Deutschen Bundestags gewesen. Das ist keine Regierungsentscheidung gewesen. Anders ausgedrückt, also gestern hat also die Bundesregierung keine Niederlage hingenommen, auch nicht Olaf Scholz, sondern es war eine Entscheidung, das dem Deutschen Bundestag zu überlassen. Und der Deutsche Bundestag hat das zwar nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber doch autonom entschieden. Das Ergebnis ist sehr klar gewesen. Frau Buschow von EPD fragt Sie, Professor Wieler, wie enttäuscht Sie das Scheitern der Impfpflicht? So heißt die Frage. Also die Impfpflicht ist ja eine politische Entscheidung. Und insofern kommentiere ich das nicht. Aber die Frage ist, wie bekommen wir die Menschen geimpft im Herbst oder vor dem Herbst rechtzeitig? Und ich gehe davon aus, dass der Anteil der Menschen, die in den Herbst geimpft gegangen wären, bei einer Impfpflicht größer gewesen wäre als ohne eine Impfpflicht. Aber mein Ziel ist es, und alle diejenigen, die wirklich, denen die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt, ist, dass eben mehr Menschen geimpft werden müssen und sich impfen lassen. Und das ist sehr, sehr anstrengend, denn offensichtlich muss man dort sehr genau in die einzelnen Gruppen reingehen und mit sogenannten Peers dann sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Wenn man die Umfragen sieht, die Cosmo-Umfragen und andere, dann hat man nicht das Gefühl, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Aber natürlich müssen wir das weiter versuchen. Die Impfung schützt eben in erster Linie vor schweren Krankheitsverläufen und vor dem Tod. Sie schützt nicht so gut vor der Infektion, aber eben vor den schweren Krankheitsverläufen und Tod. Und das ist einfach ein Fakt, den wir vermitteln müssen. Da werden wir weiter dran arbeiten. Herr Beseke. Ja, vielen Dank, Herr Lauterbach. Weil ich es noch nicht ganz verstanden habe, wird es denn möglicherweise, oder sehen Sie noch die Möglichkeit, für einen zweiten, wie auch immer gearteten Anlauf bei einer Impfpflicht, wenn ich Sie gestern, kurz nachdem die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, richtig verstanden habe, hatten Sie sich ein Stück weit dafür ausgesprochen. Danach war ich im Kanzleramt bei Herrn Scholz und der sagte, die Demokratie hat gesprochen, jetzt müssen alle anderen Mittel ins Feld geführt werden, was auch immer das bedeutet. Insofern, sehen Sie da noch eine Möglichkeit und wenn ja, welche? Und an Herrn Marx hätte ich ganz gern im Prinzip dieselbe Frage gestellt. Ist es denn medizinisch eigentlich notwendig, weil alles, was Sie heute hier vorgetragen haben, schreit nach einer Impfpflicht, weil es helfen würde. Wir haben sie aber nicht. Ja, vielen Dank. Ich habe gestern in meiner Rede schon gesagt, dass der Tag gestern war, dass die also Parteien, die sich entschieden haben, das zu einer parteipolitischen Frage zu machen, das waren ja im Wesentlichen zwei Stück, wie von mir wie folgt also angesprochen werden. Von der einen Partei erwarte ich nichts und von der anderen hätte ich mir gestern eine staatstragende solidarische Hilfe erhofft. Das habe ich daher in meiner Rede auch öffentlich gemacht. Weil das also ist nicht gut, dass man also so etwas hinter den Kulissen oder in Hintergrundgesprächen macht. Ich habe es offen angesprochen. Ich bin daher sehr pessimistisch, dass es zu solchen Gesprächen in dem Sinne kommen wird, dass sie etwas bringen. Muss ich einfach einräumen, denn also gestern wäre die Gelegenheit ja gewesen. Und wir haben ja über Monate hinweg verhandelt. Trotzdem ist es so, also wie ich auch gestern mitgeteilt habe, man kann sich solchen Gesprächen nicht verschließen. Man muss einfach alles versuchen. Einfach nichts unversucht lassen. Aber ich bin da sehr pessimistisch, weil die Ergebnisse waren gestern klar und es kann gut sein, dass hier Gesprächsangebote nur also gemacht werden, um von einer harten Ablehnung der Impfpflicht abzulenken. Das kann ich aber nicht gut sagen. Daher keine Schuldzuweisungen, keine allgemeine, ich sage mal, Ablehnung von Gesprächen, aber eine realistische und das bedeutet sehr pessimistische Einschätzung. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen dazu keinen wirklich ergebnisreichen Gesprächen kommen. Die Divi hat sich bereits im November letzten Jahres klar positioniert für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Warum? Weil wir verhindern wollten, dass unnötig zusätzliche schwere Erkrankungen, Leid, Tod und Long-Covid in einem Ausmaß stattfindet, was man durch eine allgemeine Impfpflicht deutlich reduzieren hätte können. Zusätzlich sind wir sicher, dass wir durch eine allgemeine Impfpflicht den Herbst und Winter
deutlich in einer anderen Situation uns befunden hätten, als wir, worauf wir jetzt wahrscheinlich hinaussteuern. Allerdings muss man jetzt einfach sagen, indem das Gesetz gestern abschlägig beschieden worden ist im Bundestag, das muss man akzeptieren, aber deswegen ist Impfen ja nicht weniger wichtig geworden. Ich glaube, wir müssen umso mehr jetzt, auch wenn jetzt die Umfragen so darauf andeuten, dass es immer schwieriger wird, dürfen wir nicht aufhören, alles dafür zu tun, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, die noch nicht geimpft sind, respektive sich boostern lassen oder die vierte Impfung erhalten, damit wir eben insbesondere eben, also ich muss auch sagen, diese Anzahl von 200 bis 300 Toten jeden Tag, die finde ich als Arzt, jetzt mal persönlich gesprochen, auch einfach nicht erträglich. Das ist etwas, was wir nicht so hinnehmen können. Und welche Menschen sterben? Es sind insbesondere die Älteren, die Ungeimpften und diejenigen mit Vorerkrankungen. Und die gilt es einfach insbesondere zu schützen. Und dafür müssen wir alles tun, mit Impfzentren, mit Impfkampagnen, wie der Minister gesagt hat, und eben ständiger Überzeugungsarbeit. Das ist einfach unsere Aufgabe. Wenn ich noch eine Nachfrage stellen dürfte. Wir hatten ja eben schon auch durch die Frage vom Kollegen Jung angerissen, inwiefern die gescheiterte Impfpflicht jetzt eine, ja, auch ein Scheitern oder ein Scheitern der Ampel eigentlich ist. Mich würde viel mehr interessieren, Herr Scholz hat am Anfang gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt sie auch. Haben Sie den Eindruck, dass das die Führung ist, die wir brauchen, jetzt im Hinblick auf Herbst und Winter? Ist die Frage an mich gestellt? Wer immer sich gerne berufen fühlt. Ich weiß, dass es für Sie vielleicht leichter ist zu antworten als für den Minister. Das ist eigentlich eine Frage, die ich als Intensiv- und Notfallmediziner nicht beantworten kann. Und auch, das ist nicht unsere Aufgabe sozusagen. Ah. Pardon, da will ich mal kurz unterbrechen. Irgendeiner Kollege redet hier oder telefoniert oder spricht. Das ist total störend. Ob Sie das bitte beenden könnten? Danke. Dann vielleicht die Frage eben an Herrn Lauterbach. Ist eine Führung notwendig? Man hätte sich vorstellen können, andere hätten vielleicht eine Richtlinienkompetenz gezogen, wenn es auch schwierig ist. Die Antwort habe ich ja eben schon gegeben, aber ich möchte das noch mal wiederholen. Wir haben uns als Bundesregierung sehr früh entschieden, dass die Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht kommt oder nicht, eine Gewissensentscheidung des Deutschen Bundestags sein soll. Und das war aus meiner Sicht eine Entscheidung, zu der man dann noch später stehen muss. Das Ergebnis ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber es war eine gut nachvollziehbare Entscheidung, wie wir gestern in der Debatte gehört haben. Es ging um Grundrechte, es ging um die Unversehrtheit, es ging also um unser allgemeines Staatsverständnis. Was darf der Staat, was darf er nicht? Wie sind hier die einzelnen Rechte gegeneinander aufzurechnen? Von daher ist das eine klassische Debatte, die man also als Gewissensentscheidung führen kann. Man muss sie nicht so führen, aber man kann sie so führen. Das war eine klare Entscheidung, die habe ich auch immer mitgetragen. Und dann muss man auch mit dem Ergebnis leben. Und wenn das Verfahren ist, dann ist auch keine Führung sinnvoll. Ich habe mich daher ja auch nicht qua Gesundheitsminister eingemischt in die Debatte, sondern als Abgeordneter und habe daher bei der Debatte auch ganz gezielt unter den Abgeordneten gestern Platz genommen, weil ich habe gestern quasi als Abgeordneter für diese allgemeine Impfpflicht geworben. Auch noch eine Frage an Sie, Professor Lauterbach. Gibt es Teile des Impfpflichtvorschlags, die Sie nun trotzdem gesetzgeberisch aufgreifen würden, beispielsweise eine Beratungspflicht, fragt Sascha Mayer von dpa. Naja, eine Beratungspflicht macht ja nur dann Sinn, wenn ich weiß, wofür ich berate. Das müsste dann ja eine Impfpflicht sein. Das heißt, eine Beratungspflicht für eine Impfpflicht, die es dann nicht gibt, kann nicht wirklich sinnvoll sein. Und dann habe ich noch eine Frage zum Thema Impfpflicht. Es gibt aber auch noch andere Fragen. Jan Drebes von der Rheinischen Post fragt auch an Sie, Herr Lauterbach, wie enttäuscht sind Sie vom Koalitionspartner FDP, dass Ihr Corona-Management durch das Verhalten der Liberalen immer wieder torpediert wird? Und warum sehen Sie heute, anders als gestern, doch keine Chance mehr für einen neuen Anlauf der Impfpflicht? Ich glaube, dazu haben Sie schon genug gesagt, aber die erste Frage. Also die Ampelparteien bei der Corona-Politik zum Teil nicht in jedem Punkt die gleiche Position vertreten. Das ist ja bekannt und gehört auch zu einer Koalition dazu.
Kampagne. Dazu zählt eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes für den Herbst. Und dazu zählt auch, also, dass wir uns gut vorbereiten, wenn andere Varianten kommen, sodass wir also für unterschiedliche Varianten auch entsprechend impfen können, diejenigen, die impfwillig sind. Dann Herr Grill, bitte. Herr Lauterbach, in dieser Woche wurden mehrere Fälle bekannt aus Nordrhein-Westfalen, dass Schulen kommerzielle Teststellenbetreiber auf dem Schulgelände ihre Teststellen errichten lassen und die Schüler sozusagen dort als Bürgertest getestet werden. Das ist ja nach der Bundestestverordnung nicht zulässig, weil das eigentlich Aufgabe des Landes ist. Wie bewerten Sie diese Fälle und können Sie abschätzen, wie hoch der Schaden für den Bund dadurch ist? Ja, in der Tat, die Berichterstattung darüber habe ich also gelesen und bin auch also in Vorbereitung von Gesprächen. Das muss auf Landesebene besprochen werden. Ich weise darauf hin, die Aufsicht darüber haben die Länder. Wenn das tatsächlich mehr als Einzelfälle wären, dann wäre das also sehr wichtig, weil das würde quasi das Vertrauen in die Seriosität der Testzentren und der Teststrategie insgesamt natürlich beschädigen. Von daher sind das wichtige Vorgänge, sehr wichtige Vorgänge, die sorgfältig geprüft werden müssen. Ich bitte aber um Verständnis, dass diese Prüfung von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums noch nicht abgeschlossen ist, weil also wir dem so präzise nachgehen müssen und das über die betroffenen Länder auch tun. Eine Nachfrage, weil der Bund ist ja der Geschädigte. Werden Sie da Anzeige erstatten oder was heißt Prüfung konkret? Also wie geht das jetzt ab? Das ist noch in Vorbereitung. Also in der Tat, der Bund ist der Geschädigte, weil wir das bezahlen. Die Aufsicht über diese Zentren haben die Kommunen und die Länder. Somit also muss hier eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Dann Herr Heinrich, bitte. Ja, Sebastian Heinrich vom Nachrichtenpaddel-Watson. Herr Lauterbach, Sie sind ja für Millionen Menschen und gerade junge Menschen so als Hoffnungsträger ins Amt gekommen. Und man hatte den Eindruck, Sie seien durch eine Social-Media-Kampagne in dieses Amt auch mit befördert worden. Jetzt ist gerade in den letzten Wochen sehr viel Enttäuschung auf denselben Kanälen laut geworden über Ihre Performance und gerade aufgrund auch der Fehler, die Sie ja selbst zugegeben haben und jetzt auch nach gestern, nach dem Scheitern der Impfpflicht. Trauen Sie sich zu, dieses Vertrauen, das Sie verloren haben, wieder zurückzugewinnen und wenn ja, wie? Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, obwohl ich die sozialen Medien sehr schätze, wie bekannt ist, also ich bin kein Influencer, ich bin Politiker. Und daher muss ich die Regeln machen, die funktionieren im Rahmen dessen, was also politisch möglich ist. Und da hole ich das Maximum für die Bevölkerung heraus. Ich glaube, das also spüren die Menschen nach wie vor. Da bekomme ich viel Zustimmung, nicht nur über die sozialen Medien, sondern auch im persönlichen Gespräch und auch in Umfragen. Also ich bin nicht das also unbeliebteste Parlaments- oder das Kabinettsmitglied. Alles soweit gut. Also mir geht es nicht darum, also jetzt bestimmten Gruppen oder also wem auch immer zu gefallen, sondern die Regeln müssen funktionieren. Und beim Infektionsschutzgesetz zum Beispiel habe ich wirklich gekämpft dafür, das Maximum, was zu erreichen war, herauszuholen. Da hätten sich viele zum Beispiel gewünscht, dass die Maskenpflicht fortgesetzt worden wäre. Aber Herr Marx hat es ja eben gesagt, deutschlandweit ist die Versorgung nicht also gefährdet, also und droht nicht gefährdet zu sein. Daher war da keine rechtliche Grundlage. Ich werde immer wieder gesagt, also hätte ich mich ja durchsetzen müssen, selbst wenn ich das Gesetz selbst gemacht hätte, alleine, ohne den Kollegen Buschmann beispielsweise, wäre das Gleiche rausgekommen. Dann hätte ich zwar die Maskenpflicht vorgeschlagen, sie wäre aber dann in der Ressortabstimmung nicht weitergeführt worden, weil die rechtliche Grundlage nicht da war. Und das sind Dinge, die also kann man nicht im Netz erklären, aber die kann man hier in der Bundespressekonferenz erklären. Und da also hoffe ich auch auf eine also faire Berichterstattung. Aber ich bin im Großen und Ganzen also diesbezüglich mit mir selbst im Reinen, dass ich wirklich versuche, eine Corona-Politik zu machen, die so viele Menschen schützt wie möglich. Dazu zählt die frühe Booster-Kampagne, die Weiterführung des Infektionsschutzgesetzes, solange wie es ging, klare Aufklärung, dass wir also tatsächlich nicht entwarnen können, einen Freedom Day nicht zuzulassen, Impfstoffe zu beschaffen. Also selbst die Debatte um die Impfpflicht, die nicht erfolgreich war, aber selbst die Debatte war wertvoll.
weil eine solche Debatte in der Bevölkerung auch also den Menschen klar macht, wie wichtig jetzt die Eigenverantwortung ist. Man muss daher selbst die Debatten ehrlich führen, die der Bevölkerung helfen, die Lage richtig einzuschätzen, die zum Schluss nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Eine Nachfrage vielleicht an der Stelle. Bitte? Sehen Sie aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit, etwas konkret zu tun, um ja, da Vertrauen zurückzugewinnen? Sie haben ja eben auch Ihren Fehler konkret zugegeben und dort ja offensichtlich ein Defizit erkannt. Glauben Sie, dass Sie persönlich was tun müssen, um da eben Vertrauen zurückzugewinnen? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich das Vertrauen also der Breite der Bevölkerung nicht verloren habe und will daher auch gar nicht auf die Frage eingehen, was ich also machen muss, um es zurückzugewinnen. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind zufrieden damit, dass ich das Beste versuche herauszuholen, was möglich ist. Und wenn ich beispielsweise einen Fehler korrigiere, zum Beispiel bei der Isolierung von Menschen, die infiziert sind, wenn das nicht mehr angeordnet werden soll, was ja also ein Vorschlag gewesen ist, den ich gemacht hatte, um die Gesundheitsämter zu entlasten, wenn ich das dann aber gut erkläre und zurücknehme, dann wird das meine Glaubwürdigkeit nicht schwächen, sondern eher stärken. Das ist zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme. Ich glaube, dass viele Leute sich wohler fühlen mit einem Minister, der bereit ist, einen Fehler einzuräumen, um damit etwas zu erreichen, was die Bevölkerung besser schützt, als dass sie das Gefühl haben, hier bleibt ein Minister bei einer Position, wo er weiß, dass sie falsch ist und zieht das einfach durch, um sich nicht korrigieren zu müssen. Glaubwürdigkeit ist für die Arbeit, die ich mache, immer ein hohes Gut. Das war am Anfang so und das wird auch weiter so bleiben. Rasmus Buchsteiner von The Pioneer fragt Sie, Professor Wieler, warum haben Sie den ursprünglichen Plan von Herrn Lauterbach zur freiwilligen Isolierung unterstützt oder ist das eine Fehlinformation? Ja, das Robert-Koch-Institut berät ja kontinuierlich das Bundesgesundheitsministerium und dieser Vorschlag wurde entsprechend gemeinsam bearbeitet. Dann die nächste Frage, Herr Kollege. Warten Sie, welches Mikro ist das? Das ist da, ja. Lee Haug, ARD Hauptstadtstudio. Mich würde noch mal die Zahl der täglichen Toten interessieren. 200 bis 300 haben wir jetzt in den letzten Wochen gehabt. Können Sie das mal einordnen, auch wie lang erwartet uns das noch? Also wird das jetzt dann irgendwann weniger oder gehen Sie davon aus, dass das noch länger so weitergehen wird? Und sagen wir so, Otto-Normalverbraucherinnen da draußen schockt das nicht wirklich. Also das mag Sie schocken, das mag mich schocken, aber so richtig kommen die Zahlen da draußen aus meiner Sicht zumindest nicht an. Was heißt das denn, wenn man das in eine Relation setzt? Also sind das Zahlen, die mit einer handelsüblichen Grippewelle vergleichbar sind pro Tag oder ist das deutlich mehr? Können Sie das mal in eine Relation bringen, was das letztlich jetzt heißt? Ich würde gerne die Frage von Gisela Broll dazufügen. Die geht jetzt an Professor Wieler, aber vielleicht können Sie sich das aufteilen. Wie hoch ist derzeit die Letalitätsrate von Covid-19 in Deutschland und welche Letalitätsraten gab es bei Influenza in den letzten Jahren vor der Pandemie? Ja, fange ich vielleicht an, also mit den 200 bis 300 Toten. Wie lange geht das noch? Also wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Wochen wahrscheinlich sehen, weil die Menschen versterben ja wenige also Wochen nach der Infektion. Das heißt, wir haben jetzt die gute Nachricht, die Fallzahlen gehen deutlich herunter. Die schlechte Nachricht, es sind natürlich noch viele Infizierte, die in den nächsten also Wochen versterben werden. Und das ist schon eine deutliche Übersterblichkeit. Also das hat mit einer normalen Grippewelle natürlich nichts zu tun. Das ist klar, wenn Sie das jetzt also über die vielen Wochen beziehen, wo wir das jetzt erleben, dann ist das also schon eine, das ist ein Drittel von der Höchstzahl der Todesfälle, die wir je gehabt haben. In der Größenordnung ist das. Und das ist eine höhere also Sterblichkeit, als wir in der ersten Welle gehabt haben, als wir kaum die Wohnungen verlassen haben. Also zu dem Zeitpunkt, wo noch niemand geimpft war und wir haben kaum die Wohnungen verlassen, hatten wir eine Sterblichkeit in dieser Größenordnung. Und wir gehen mit dieser Sterblichkeit jetzt ganz anders um, aber richtig ist das nicht. Und für mich ist übrigens nicht maßgeblich, wie reagiert die Bevölkerung darauf, sondern für mich ist maßgeblich, das müssen wir stoppen. Und das darf vor allen Dingen im Herbst nicht erneut passieren.
wenn wir im Herbst, also in den dritten Herbst hineingehen und haben dann erneut 200, 300 Tote pro Tag und dann über eine so lange Strecke. Das kann nicht akzeptiert werden. Das ist nicht richtig und von daher werden wir alles tun, um das zu verhindern, auch dann, wenn die Impfpflicht nicht durchsetzbar ist. Ich will auch noch darauf hinweisen, Herr Marx hat das eben schon ausgeführt, und wenn man auf die Intensivstationen jetzt geht, also viele sterben, die gar nicht auf die Intensivstationen kommen, muss man auch sagen. Aber wenn man auf die Intensivstationen kommt, dann sieht man dort oft zwei Gruppen, nämlich Ältere, die ungeimpft sind, und dann Ältere, die zwar geimpft sind, aber Komorbiditäten haben, die quasi also die Impfung nicht kompensieren konnten. Das sieht man in Frankreich so, das sehen wir bei uns. Das sind Leute, die haben alles getan, um sich zu schützen, weil die wissen ja, dass sie die Krankheiten haben. Meinetwegen jemand, der ein Lymphom hat, ein klassisches Beispiel, Herr Marx wird das bestätigen können, jemand, der ein Lymphom hat, den kann ich mit der, ist nicht bei allen Lymphomen so, aber vielen, den kann ich mit den Impfungen nicht gut schützen. Diese Leute haben jetzt 2,5 Jahre fast, haben die also sich versucht zu schützen und infizieren sich jetzt, weil die Fallzahlen so hoch sind und wissen, dass die Impfung sie nicht vor schwerer Krankheit schützen kann und versterben. Das ist ein Umstand, den ich nicht akzeptieren kann. Und das müssen wir im Herbst verhindern. Jetzt können wir das kaum mehr verhindern. Herr Marx hat es ganz genau beschrieben. Die Impfpflicht hat darauf keine Konsequenzen, also keinen Einfluss mehr. Aber für den Herbst müssen wir das verhindern. Ich kann das gerne noch ergänzen. Also wir gehen davon aus, hat er gesagt, wir wissen, dass die Menschen, die sie infizieren, diejenigen, die versterben, versterben in der Regel 2 bis 3 Wochen später. Das heißt also, damit kann man ja relativ klar voraussehen, jetzt wo die Welle quasi den Scheitelpunkt erreicht hat, momentan, dass das doch eben noch 2, 3 Wochen später wir eben dann die Opfer beklagen werden. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, was mir wichtig ist. Also wenn Sie mal die ganze Pandemie betrachten, und wir sind jetzt quasi im 2 Jahre, 4 Monate etwa in dieser Pandemie. Wenn Sie die Zahlen betrachten und die Todeszahlen betrachten. Wenn wir auf die Zahlen schauen, wir hatten ja jetzt erst nach 2 Jahren, also wenn wir, sagen wir den Januar, Anfang Januar, etwa vor 4 Monaten, da hatten wir rund in Deutschland rund 7,5 Millionen Fälle etwa. Wir haben jetzt rund 24, 25 Millionen Fälle. Das heißt also, wir haben in 2 Jahren 7 Millionen Fälle wurden dem RKI gemeldet. Und in drei, vier Monaten wurden dem RKI doppelt so viele Fälle gemeldet. Wir haben also quasi 2/3 aller Fälle in diesem Jahr gehabt. Schauen Sie aber auf die Zahlen, die Toten, die uns gemeldet wurden, dem RKI. Dann hatten wir Anfang Januar, glaube ich, ungefähr 113.000 in dieser Größenordnung. Also es sind alles schreckliche Zahlen, aber ich sage jetzt einfach mal 113.000. Und heute haben wir, glaube ich, 132.000. Das heißt also, in diesen 4 Monaten hatten wir doppelt so viele Infektionen, aber wir haben nur 1/7 etwa der Todeszahlen. Warum ist das so? Das hat 2 entscheidende Gründe. Erstens, Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die klug genug sind und wissen, dass die Impfung schützt. Wir haben ja einen Impfstoff. Wir haben immerhin 75-76% der Bevölkerung komplett mit einer Grundimmunisierung versorgt. Das ist der eine Grund, warum eben nicht mehr so viele versterben, obwohl wir so hohe Zahlen haben. Und der zweite Grund, das ist aber reines Glück, der zweite Grund ist nämlich der, dass diese Variante auch nicht mehr so viel schwere Verläufe macht wie die vorherige Variante. So, aber jetzt geschieht ja Folgendes, und das ist ja der Punkt, warum wir immer wieder darauf hinweisen, dass die Pandemie nicht vorbei ist und dass es im Herbst wieder anders wird. Jeder, der sich inhaltlich wirklich sachlich damit beschäftigt, weiß, dass im Herbst, Winter die Zahlen wieder steigen werden. Aber natürlich kann niemand vorhersagen, wie hoch sie steigen. Aber was wir wissen ist, dass die Immunität nachlässt. Das heißt, heute hat jemand, der jetzt hier sitzt, ich zum Beispiel, wenn ich mich nicht noch mal impfen lasse, habe ich im Herbst eine geringere Immunität, als ich es heute habe. Und das heißt, darum muss ich die auffrischen. Und der zweite Aspekt ist der, wir wissen nicht und kein Mensch auf der Welt weiß, welche Variante denn kommt. Beten wir, dass es eine Omikron-Variante bleibt, weil die eben relativ milde ist. Aber es kann auch eine Variante sein, die eben wieder deutlich mehr Krankheit macht. Und darum ist der entscheidende Punkt, ja, jetzt im Sommer, natürlich, wir müssen uns auch erholen. Ich meine, wir alle brauchen Erholung. Ja? Wir müssen uns erholen. Also gerade die Ärzte und Ärztinnen, und aber so viele Menschen in unserem Land, die jetzt wirklich 2 Jahre lang vieles durchgemacht haben. Aber im Herbst wird es eben wieder ansteigen. Und
Ich kann es nicht verstehen, warum man sich dann nicht wirklich nach all den Fakten, die ja weltweit publiziert sind, Milliarden Menschen geimpft, Daten sind alle da, warum man dann sich nicht eben impfen lässt, um dem zu entgehen. Ja? Und das heißt also, betrachten Sie das, das ist der Erfolg der Impfung, warum jetzt nur so relativ wenig Menschen in dem Zeitraum verstorben sind, aber eben die Impfung schützt eben nicht so stark vor der Infektion. Und das muss man wirklich immer klar behalten. Und auch ein letzter Satz vielleicht nochmal. Darum, es gibt immer noch nicht, wenn man Antikörper hat gegen dieses Virus, dann heißt das eben nicht unbedingt, dass man geschützt ist. Das heißt also, wenn man Viruskontakt hat, dann heißt das noch lange nicht, dass man eine Immunität hat. Und das bitte ich auch immer wieder darüber nachzudenken. Wir haben sehr viele Menschen in unserem Land jetzt nach diesen wahnsinnigen Infektionszahlen, die einen Antikörperstatus haben. Das heißt aber nicht, dass die eine gute Immunität haben. Dann ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, diese Frage mit Erkrankungen und infiziert mit jetzt mit Omikron oder eben einer anderen Variante des Coronavirus. Der Punkt ist, wenn man eine Erkrankung hat und diese durch die Infektion so verstärkt wird, dass der Patient am Ende stirbt, dann stirbt er am Ende nicht an der Grunderkrankung, sondern an der Infektion. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig und das zeigen auch pathologische Studien, dass wirklich die allermeisten Patienten wirklich an Corona verstorben sind, an der Infektion. Sie noch mal? Ich habe noch eine Frage, die dazu Pak Christian Geinitz von der FAZ fragt, auch noch mal an Sie, Professor Marx, schützt das Impfen wirklich vor schweren Verläufen? Wie viele Intensivpatienten sind voll geimpft? Wie viele Intensivpatienten sind voll geimpft? Wir erfassen das ja und im Moment sehen wir, dass etwa die Hälfte aller unserer Intensivpatienten ungeimpft sind. Und viele der Geimpften haben eben eine, wie wir es immer sagen, Komorbidität, also eine Vorerkrankung. Und deswegen wirkt oft die Impfung nicht so gut, dass eine entsprechende ausreichende Immunität vorhanden ist, um eben vor den schweren Verläufen zu schützen. Dann habe ich Herrn Jung. Lauterbach, Sie hatten vorhin gesagt, der Spielraum für Lockerung ist komplett aufgebraucht. Was heißt das genau? Heißt das, weil es gar keine Lockerungsmöglichkeiten mehr gibt? Und was ist eigentlich noch der Unterschied zu einer Laissez-faire-Corona-Politik? Naja, ich bringe ein Beispiel. Wenn wir jetzt davon Abstand nehmen würden, dass also Quarantäne und Isolation überhaupt notwendig sind, das haben ja einige europäische Länder gemacht, dann wäre das eine sehr wichtige Lockerung. Weil das würde bedeuten, dass also dann Corona behandelt würde wie eine Erkältungskrankheit. Und also diese Lockerung ist ja auch also vorgeschlagen worden, an mich herangetragen worden, das werden wir nicht machen. Und wir haben nach wie vor auch also Schutzbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben also Schutzbedingungen, die stattfinden in den Einrichtungen, wo vulnerable Gruppen also betreut werden, also von der Eingliederungshilfe über Krankenhaus, der Pflege. Und wir haben natürlich die Hotspot-Regelung, die jederzeit genutzt werden kann, wenn wir wieder Ausbrüche haben, die lokal begrenzt sind. Somit also, denke ich einmal, haben wir schon noch ein Instrumentarium, also was genutzt werden kann. Stellen wir uns Folgendes vor, wir werden ja im Sommer nicht komplett infektionsfrei sein, wenn sich dann beispielsweise in einer Stadt also ein Hotspot ergeben würde, wo dann sehr viele Menschen infiziert sind und die Gesundheitsgefährdung in dieser Stadt konstatiert wurde. Wir sind ja in vielen Städten aus meiner Sicht, Herr Marx, im Moment an diesem Punkt schon fast. Also wir haben ja aus meiner Sicht könnte die Hotspot-Regelung ja viel mehr genutzt werden, als sie derzeit genutzt wird. Dann haben wir aber diese Instrumente am Platz und die werden auch nicht aufgehoben. Vielleicht haben wir eine grundsätzliche Frage. Weil das war ja jetzt die letzte Stunde das Thema hier. Warum ist eigentlich ein Koalitionsfrieden wichtiger als der Schutz der Bevölkerung, Herr Lauterbach? Der Koalitionsfrieden steht nicht dem Schutz der Bevölkerung entgegen. Das ist einfach so, dass wir in der Koalition uns auf dem Kompromisswege, also auf Regeln verständigen. Die Regeln haben uns bisher ganz gut geschützt, würde ich mal sagen. Das wird auch weiter so sein. Christian Geinitz von der FAZ fragt noch an Sie beide, Herr Lauterbach, Herr Wieler, zum Omikron-Impfstoff. Wieso kommt er später? Bringt ihr noch etwas? Und wie weit ist Moderna mit einem polyvalenten Impfstoff? Also ich bin mit den beiden Unternehmen im engen Austausch und in der Tat dauert die Entwicklung etwas länger, als ursprünglich also erwartet war.
Das ist die also ungünstige Nachricht. Die günstige Nachricht ist aber, dass die bisherigen Forschungsergebnisse, die mir bekannt sind, sehr vielversprechend sind, sodass wir im Herbst einen solchen Impfstoff haben werden. Es zeichnet sich auch ab, dass ein solcher Impfstoff für diejenigen, die also bereits mit einem anderen Wuhan-Impfstoff geimpft sind oder gleichzeitig mit einem Wuhan-Impfstoff geimpft werden, eine gute Schutzwirkung sowohl für Omikron wie auch für andere Varianten bieten könnte. Darauf weisen die also bisher bekannten Forschungsergebnisse hin. Und das wird umgesetzt, indem Moderna einen bivalenten Impfstoff wahrscheinlich bringen wird, der aus einem Omikron-Impfstoff und einem Wuhan-Impfstoff besteht. Und also BioNTech wahrscheinlich einen reinen Omikron-Impfstoff bringen wird, der dann insbesondere für diejenigen interessant ist, die schon einmal also mit einer anderen Variante infiziert waren oder einen Wuhan-Impfstoff schon gehabt haben. Das ist ungefähr das, was wir da erwarten. Wir also fahren hier zweigleisig, das heißt, wir also haben uns entsprechend ausreichende Kontingente von Wuhan-Impfstoff bereits gesichert und haben die auch, wenn der Wuhan-Impfstoff benötigt wird. Und wir haben auch vertraglich also bisher also einen also Omikron-Impfstoff in ausreichender Menge bereits gesichert und planen also die Absicherung auch eines weiteren also Omikron-spezifischen Impfstoffes, sodass wir im Herbst auf jeden Fall impfen können. Und Herr Marx hat es gesagt, nein, Herr Wieler hat es gesagt, das ist aber der gleiche Punkt. Also wir müssen damit rechnen, dass die jetzt Geimpften im Herbst nicht mehr so gut geschützt sein werden. Spätestens dann also sind für viele neue Impfungen notwendig und dafür sind wir vorbereitet. Ich habe noch zwei Online-Fragen. Eine ist von nochmal Herrn Drebes und zwar zum Thema Impfpflicht, aber die einrichtungsbezogene. Und zwar an Sie, Herr Lauterbach, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Scheitern der Impfpflicht gestern und der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Droht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jetzt das Aus vor Gericht? Nein, das Aus vor Gericht droht meines Erachtens nicht. Wir lassen alles, was wir machen, rechtlich prüfen, das ist ja klar, und sind auch bisher mit den meisten unserer Maßnahmen recht erfolgreich gewesen. Somit also glaube ich, das wird auch hier gelten. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist sehr präzise formuliert. Hier geht es um den Schutz der vulnerablen Gruppen. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist auch bisher ganz gut angenommen worden und hilft uns übrigens. Wir haben eben darüber gesprochen, 200 bis 300 Tote pro Tag. Die Zahl der Todesfälle ist in den letzten Wochen sogar etwas gestiegen. Das kann uns nicht befriedigen. Aber wir haben tatsächlich die Situation verhindern können, dass ein großer Teil dieser Sterbefälle aus den Pflegeeinrichtungen zum Beispiel kommt. Der Schutz in den Pflegeeinrichtungen ist uns gelungen. Nicht perfekt, aber dort liegen ja hochvulnerable Gruppen. Und das ist, glaube ich, die erste Welle, wo wir also die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen versorgt werden, deutlich besser schützen, sodass wir dort keine überproportionale und unvertretbare Sterbequote hätten. Julia Frisch von der Ärztezeitung fragt nach dem Thema Corona-Bonus. Minister Lauterbach hatte im Januar ein Bonussystem für Arztpraxen angekündigt. Was ist daraus geworden und wie soll es aussehen? Ja, wir haben uns also bisher beim Corona-Bonus konzentriert auf die Langzeit- und Altenpflege und auf die Krankenhauspflege, haben dort auch einen entsprechenden Gesetzentwurf, also gestern in der ersten Lesung präsentiert. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Pflegebonus oder kein also Bonus für die Arztpraxen geplant. Das hat auch zum Teil damit zu tun, dass wir uns auf die Gruppen zuerst konzentrieren, die hier besonders die hier besonders gefordert gewesen sind, und das sind die Pflegekräfte. Und dann habe ich noch eine letzte Frage zum Thema, Herr Jessen noch, pardon, Sie habe ich übersehen, dann die vorletzte Frage, Herr Sebastian Hult von NTV fragt, ich zitiere jetzt die Frage, Sie drohen mit einer Rückkehr
mit der Maskenpflicht im Herbst, weil die Impfpflicht gescheitert ist, wird die Maskenpflicht bei der nächsten Welle zur Vermeidung hoher Krankenstände nicht unabhängig von einer Impfquote nötig sein? Also zunächst einmal drohe ich nicht, sondern ich habe nur darauf hingewiesen. Ich habe ja die allgemeine Impfpflicht mit der also Befürchtung begründet, dass wir im Herbst vor einer weiteren Welle stehen. Und das, glaube ich, sehen auch Herr Wieler und Herr Marx so. Und wenn dem so ist, müssen wir einer solchen also Welle auch begegnen können. Und also eine Winterwelle oder Herbst- und Winterwelle, die können wir, das ist dann natürlich zu besprechen, aber die können wir auf der Grundlage der Einschätzungen, die mir jetzt vorliegen und so ich auch den Expertenrat, mit dem ich mich regelmäßig also austausche, nach meiner eigenen Lesart der epidemiologischen also Fakten, können wir nicht bewältigen, ohne dass wir an das Infektionsschutzgesetz noch einmal herangehen. Das ist ja auch am 23.09. ausgelaufen. Dann müssen wir ohne dies, ich glaube, dass wir dann auch zu einer Maskenpflicht zurückkommen werden. Und als letztes Herr Jessen nochmal. Ja, zwei kurze Fragen, eine an Herrn Lauterbach, eine an Herrn Wieler. Herr Lauterbach, die Corona-Warn-App liefert täglich viele abgedatete Daten, eine aber nicht, die Zahl der täglichen Todesfälle. Gehört die nicht eigentlich auch damit rein, um einfach die letzte Konsequenz deutlich zu machen? Und Herr Wieler, 22 Millionen bekannte Infektionen, von welcher Dunkelziffer gehen Sie aus? In der Tat ist es so, dass wir über die Todesfälle pro Tag also berichten. Das Robert-Koch-Institut macht das jeden Tag. Die Zahl wird auch in den Nachrichtensendungen regelmäßig also vorgetragen. Dass sie in der App nicht erscheint, das muss noch einmal überdacht werden, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass also diejenigen, die die App benutzen, dort nicht die Zahl der Verstorbenen sehen, sondern ich glaube, dass es in der Bevölkerung leider eine gewisse Abstumpfung gibt und dass wir uns zunehmend an diese Zahl der Toten gewöhnt haben. Und das finde ich schwierig und also das ist etwas, was ich also persönlich nicht akzeptieren kann und also was auf jeden Fall nicht stattfinden wird, dass man eine Corona-Politik macht, die also danach geht, woran hat sich die Bevölkerung gewöhnt, sondern wir müssen die Bevölkerung schützen und da ist also das, was tatsächlich stattfindet, relevant und nicht die Einschätzung. Ja, das ist eine sehr gute und auch wichtige Frage. Um das einschätzen zu können, muss man serologische Studien durchführen. Und da werden eine Reihe von Studien durchgeführt in Deutschland. Wir haben ja auf der Website des Robert-Koch-Instituts so ein Observatorium zur Verfügung gestellt, wo jeder, der Interesse hat, reinschauen kann, was denn an Daten da ist. Also wir haben gesehen über die letzten zwei Jahre, dass die Untererfassung immer so ungefähr um Faktor 2 ist. Das hieß also, wir gehen von mindestens mal doppelt so vielen Infektionen aus, als die in dem Überwachungssystem gesehen wird. Das ist eigentlich ziemlich normal, auch für alle möglichen Systeme. Jetzt will ich kurz drei Studien nennen, die wir in Kürze auch publizieren werden und die dann nochmal, glaube ich, nochmal sehr gut klarstellen. Denn natürlich war die letzte Welle, diese Omikron-Welle, war ja so hoch, dass dort man eher davon ausgeht, dass die Untererfassung dann noch höher ist, weil das wirklich einfach nicht mehr zu handeln ist. Es gibt drei Studien. Wir machen eine Studie, die haben wir seit, glaube ich, Mitte 2020 gemacht, wo wir Blutspenderseren nehmen. Da haben wir bisher, glaube ich, so rund 115.000 oder so etwa untersucht. Und da hatten wir im Herbst, ich glaube im September 2021, eine Rate von positiven Antikörpern von etwa 87%. Man muss nun sagen, davon waren etwa 82% durch Impfungen hervorgerufen bei diesen Menschen, die Blut spenden. Die Blutspender sind Menschen, die sind nicht repräsentativ für unser Land. Das sind alles sehr gesunde Leute und das sind auch Menschen, die gesundheitsbewusst leben. Das heißt, da ist die Impfrate besonders hoch. Da machen wir eine Studie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir werden jetzt im April noch mal etwa 15.000 Seren von den testen. Dann kriegen wir so im Juni, haben wir dann die Daten, Mai, Juni, wie viel da sind, daran können wir das abschätzen. Die wichtigste Studie aber ist die haben wir schon im letzten Jahr gemacht, zusammen mit dem sozioökonomischen Panel. Da hatten wir Ende 2020 gezeigt, dass in Deutschland nur rund 2% der Bevölkerung, Antikörper hatten. Das heißt, wir haben echt extrem erfolgreich contained im ersten Jahr in Deutschland. Und diese Studie läuft jetzt gerade. Wir haben
die letzten Serien Ende Februar diesen Jahres genommen. Aber die Studie ist sehr komplex, weil wir so viele wirklich sehr repräsentativ auch bestimmte Bevölkerungsgruppen nehmen. Da muss man viel nachrichten. Da gehe ich davon aus, dass die Daten erst im Mai, Juni wirklich fertig sein werden. Und dann gibt es eine dritte Studie, die ist aber jetzt nicht, die beruht jetzt gar nicht so sehr auf realen Proben, sondern ist eine Modellierung, die wir mit unserem Modellierungsteam im RKI machen. Da habe ich, glaube ich, schon vor 2 oder 4 Wochen schon mal gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die im April wird die wohl publiziert. Da modellieren wir anhand der Daten, und zwar bis wir modellieren anhand der Daten, die uns bis Ende März vorlagen, also sehr, sehr aktuell, wie viele Menschen wir wohl denken, in Deutschland Antigenkontakt hatten. Und da muss man natürlich davon ausgehen, dass das über 90% sind. Ja? Dann ist noch die Frage, woher kommen diese Antikörper, durch natürliche Infektion oder durch Infektion. Aber ich will eben noch mal sagen, dass also Antigenkontakt haben sehr viele Menschen natürlich in unserem Land gehabt. Aber ich möchte noch mal wirklich betonen, man darf nicht den Fehler machen und sagen, wenn ein Mensch Antikörper hat, dass er dann geschützt ist. Wir haben gerade erst letzte Woche wieder in einem intensiven Austausch auch mit WHO und bestimmten Gremien. Es gibt immer noch keinen Titer, wo man sagt, wenn einer so und so einen Antikörpertiter hat, dann ist der geschützt. Das ist immer noch nicht da und wir müssen das einfach so hinnehmen. Wir können leider noch nicht im Labor, haben wir noch immer noch kein Surrogat, um zu sagen, diese oder jene Person hat diese und jene Parameter, darum ist sie immungeschützt. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und die Geduld und für das Kommen in die Bundespressekonferenz. Herr Mark, viele ganz gerne. Ja, soweit einmal diese Bundespressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Robert-Koch-Institutspräsidenten Lothar Wieler und dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Professor Dr. Gernot Marx, bei diesem BR24 Live. Schön, dass ihr nach wie vor mit dabei seid. Falls ihr erst später eingestiegen seid, vielleicht mal so ein bisschen noch die Key Facts, die wir gerade gehört haben von Karl Lauterbach. Also die positive Nachricht direkt vorneweg. Die Fallzahlen gehen zurück, was Corona angeht. Das sei auch ein stabiler Rückgang. Was nicht läuft, ist tatsächlich noch die Zahl der täglichen Todesfälle zwischen 200 und 300. Außerdem nicht so gute Nachrichten für Karl Lauterbach. Die Niederlage beim Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Außerdem hat er gesagt, der Spielraum für Lockerungen, der sei jetzt aufgebraucht. Auch nochmal hat er Stellung genommen zu diesem Hin und Her, was die Isolationspflicht bei Corona angeht. Da hieß es ja erst, ab 1. Mai eventuell, wer sich mit Corona infiziert, soll sich freiwillig isolieren. Es gäbe keine Pflicht mehr. Ein Tag später wurde das kassiert. Lauterbach hat heute gesagt, das wäre das völlig falsche Signal gewesen. Wie soll es jetzt weitergehen? Im Hinblick auf den Herbst kreativ und gut für Impfungen werben. Lothar Wieler auch nochmal gesagt, der Höhepunkt ist überschritten. Die Zahlen sinken in allen Bundesländern. Der Fokus verschiebt sich so ein bisschen auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Jede Infektion zu verhindern, muss nicht mehr um jeden Preis geschehen. Das Problem, was er allerdings auch nochmal klar gemacht hat, ist, dass Menschen, die nur sich mit Omikron infiziert haben, ansonsten nicht geimpft sind, keinen guten Schutz vor den anderen Varianten hätten. Aber das ist sozusagen das große Fazit. Wir sind jetzt in einer deutlich besseren Lage als zu Beginn der Pandemie, so eben der Chef des Robert-Koch-Instituts und Gernot Marx, sozusagen Deutschlands Chef-Intensivmediziner, sagt, die Lage auf den Intensivstationen, die ist beherrschbar. Es gibt weniger Patienten, die werden kürzer behandelt. Es gibt keine Überbelastung per se, aber trotzdem sind die Stationen mehr als belastet. Die hohen Inzidenzen würden sich bemerkbar machen. 40% der Ampeln in den Krankenhäusern und den Intensivstationen seien auf Rot. Das heißt, eingeschränkter Betrieb, OPs werden verschoben, Intensivbetten sind knapp. Hauptsächlicher Grund, fehlendes, weil erkranktes Personal, Corona-positiv getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was insgesamt für das Gesundheitssystem nach wie vor belastend ist. So, wir möchten ein bisschen darüber reden, was wir gerade eben gehört haben und vor allem natürlich auch über unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und das mache ich jetzt mit Eva Huber aus unserem BR-Hauptstadtstudio. Eva, schön, dass du dabei bist. Hallo, grüß dich. Ja, also, um vielleicht mal ganz zugespitzt einzusteigen, die wieviel letzte Pressekonferenz mit Karl Lauterbach war das jetzt? Also einfach, weil natürlich die Opposition das ja genüsslich ausgeschlachtet hat, dieses Hin und Her bei der freiwilligen Isolation, gestern die Niederlage bei der Impfpflicht, Lauterbach Rücktritt als Hashtag bisweilen auch in den Trends bei Twitter. Aber wie groß ist denn der Druck tatsächlich? Ist auf jeden Fall Druck da, gerade auch nach den Ereignissen dieser Woche mit der Rolle rückwärts und auch jetzt die gescheiterte Impfpflicht. Es gibt aber gerade auch aus den Ampelfraktionen und aus den Ampelparteien auch Rückendeckung. Zum Beispiel haben die Grünen explizit gesagt, sie finden das gut, dass Karl Lauterbach den Fehler eingestanden hat mit der Rolle rückwärts und gesagt hat, das war ein Fehler. Und auch aus der SPD ist jetzt nicht
zu hören, dass da jetzt am Stuhl des Ministers gesägt wird. Es ist vor allem die Außenwirkung, die sehr fatal ist, eben dieses zuerst etwas verkünden und dann aber auch in einer Talkshow spät nachts dann die Rolle rückwärts zu verziehen und dann auch um 3 Uhr nachts noch einen Tweet abzusetzen. So ist das gelaufen bei Karl Lauterbach. So hat er das gemacht, als er die Rolle rückwärts verkündet hat und gesagt hat, nein, es gibt jetzt doch keine freiwillige Isolation, sondern die Pflicht bleibt angeordnet von den Gesundheitsämtern. Und gerade dieser Kommunikationsstil, der ist jetzt, glaube ich, sehr in der Kritik. Und da steht Lauterbach auch unter Druck. Zum Beispiel hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek ihm auf Twitter geraten, jetzt doch mal ein bisschen Abstinenz zu wahren bei den Talkshows, zumindest für ein paar Monate. Auf die Rolle von Twitter gehen wir gleich noch ein. Woher kam denn aber dieses Hin und Her? Ich meine, heute, er hat das ja auch nochmal wirklich sehr deutlich gesagt, das wäre das völlig falsche Signal gewesen. Also sehr klar in der Bewertung. Wie kam man dann aber überhaupt erst auf die Idee zu sagen, wir machen es vielleicht doch freiwillig? Also warum wurde da sich nicht besser abgestimmt in der Kommunikation? Ich glaube, es wurde sich erstmal abgestimmt. Das war ja am Montag auch eine Abstimmung explizit mit den Bundesländern. Und Karl Lauterbach begründet das so, dass das quasi der Versuch war, die Gesundheitsämter zu entlasten. Weil das müssen die ja immer machen. Wenn es eine Isolationspflicht gibt, dann müssen die Gesundheitsämter immer auch ein Schreiben an die Infizierten schicken und sagen, hiermit ordnen wir die Isolation an, begeben Sie sich bitte da hinein. Und das ist bei den sehr, sehr stark gestiegenen Zahlen von Infektionen natürlich eine große Belastung für die Gesundheitsämter. Und das war das Ziel. Ich glaube, Karl Lauterbach hat dann nicht damit gerechnet, wie heftig die Kritik sein wird. Gerade auch zum Beispiel auf Twitter, gerade auch von Menschen, die ihn vielleicht vorher auch eher unterstützt haben. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte ihn das sehr überrascht und deshalb dann die schnelle Rolle rückwärts. Ja, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, Karl Lauterbach, das sind mehrere. Wir können da mal einen satirisch zugespitzten Tweet dazu zeigen. Also, dass man sagt, es gibt Karl Lauterbach, den Politiker sozusagen aus der Zeit vor der Bundestagswahl, der lebt auf Twitter noch weiter. Ja, und jetzt gibt es halt einen Karl Lauterbach, der der Bundesgesundheitsminister ist und der lebt und regiert und spricht eben anders, Eva. Welchen Karl Lauterbach haben wir da heute gesehen und warum hat man dieses Gefühl, es müssen zwei sein? Also ich habe heute ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe einen sortierten Karl Lauterbach gesehen, der auch explizit als Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufgetreten ist. Zum Beispiel auch eben, das wird ja da in dem Tweet auch angesprochen, auch wieder die Gemeinsamkeiten mit der FDP auch in den Vordergrund gestellt hat, zum Beispiel gesagt hat, naja, es gibt auch mehrere Sachen in der Corona-Politik, wo wir an einem Strang gezogen hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum da manchmal so eine Diskrepanz entsteht. Es ist einfach so, dass in dieser Dreierkoalition die FDP eine doch andere Corona-Politik will, als vielleicht jetzt SPD und Grüne alleine machen würden. Und da den Kompromiss zu finden, das ist, glaube ich, das, wo Karl Lauterbach diesen Spagat machen muss. Zwischen dem, was er dann verkündet als Gesundheitsminister, der daran glaubt, dass eigentlich strengere Regeln nötig sind, dass eine Impfpflicht nötig ist, aber eben in der Zusammenarbeit mit der FDP, wo Kompromisse nötig sein werden. Und das hat er heute auch wieder explizit gesagt. Regierung ist Kompromiss. Und da muss man auch auf den Koalitionspartner zugehen. Das hat er in den Vordergrund gestellt. An der Stelle habe ich ihn relativ sortiert erlebt und auch im Hinblick auf die Impfpflicht von gestern. Da gab es auch wieder so ein paar Wolken. Da hat er sich heute auch noch mal korrigiert. Ja, schauen wir auf die Impfpflicht. Also Kanzler Scholz hat ja gestern bei der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel, wo es eben um die Verteilung und Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine ging, eben ist auch nochmal angesprochen worden auf das Thema Impfpflicht. Der Kanzler hat dann da gesagt, der Bundestag hat entschieden. Ja, also Bundestag locuta causa finita, also damit ist die Sache auch erledigt. Für Lauterbach auch. Er hat zum einen hat er getweetet, das ist eine Entscheidung, aber jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden. Klaus Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister, hat schon gesagt, es muss einen zweiten Anlauf geben in irgendeiner Art und Weise. Also wie wird sich das politisch noch entwickeln, die Debatte um die Impfpflicht? Ich glaube, das wird jetzt sehr spannend. Es ist ja auch bei Lauterbach so ein bisschen interessant. Gestern hat er nämlich auch noch gesagt, ja, es wird schwer, aber wir brauchen jetzt weitere Gespräche. Das war ein erstes Interview kurz nach dem Scheitern der Impfpflicht, irgendwie so am Nachmittag. Und
Ich finde, auch da hat man heute schon wieder eine kleine Rolle zurückgesehen, weil er das versucht jetzt anders zu rahmen. Er hat gestern, glaube ich, war er noch ein bisschen mehr für Gespräche. Dann kam die Ansage von Bundeskanzler Scholz, dass das jetzt erstmal auf jeden Fall gescheitert ist. Und heute hat Karl Lauterbach dann auch versucht, die Aussage so zu rahmen, ja, dass er natürlich weiter offen ist für Gespräche, aber es sehr, sehr, sehr schwer wird, weil es ja auch in den letzten Wochen schon Gespräche zum Beispiel mit der Union gab, da irgendwie eine gemeinsame Linie hinzubekommen und das auch immer gescheitert ist. Also ich habe auch heute einen Karl Lauterbach erlebt, der sagt, das wird sehr schwer, das wird nicht mehr kommen. Ich glaube, man muss jetzt da auch einfach schauen, wie sich das Ganze sortiert. Auch gestern, was ich von den Bundestagsabgeordneten, den Befürwortern danach gehört habe, nach dem Scheitern. Ich war da vor Ort im Bundestag, da war sehr viel Ernüchterung zu spüren und jetzt auch erstmal so, ja, dass einfach die Luft raus ist. Schauen wir zum Schluss auch nochmal auf das größere Bild. Karl Lauterbach ist darauf angesprochen worden, du hast es auch schon angeschnitten. Woher kommt eigentlich dieser Eindruck, dass man das Gefühl hat, also bei den Entscheidungen der letzten Tage und Wochen, die FDP hätte bei der Bundestagswahl 80% bekommen? Ich glaube, dass es einfach an entscheidenden Punkten jetzt so war, dass die FDP ihre Punkte auch durchsetzen konnte. Es gibt natürlich auch immer wieder die Versuche, das auch in Relation zu setzen. So hat das auch Karl Lauterbach heute versucht. Der sagt, naja, an vielen Punkten sind wir auch auf einer Linie gewesen. Wir haben uns zum Beispiel, als die Delta-Welle, die ja noch mal gefährlicher war, sehr stark war, das Beispiel nimmt er zum Beispiel und hat dann gesagt, da haben wir uns mit der FDP sehr gut geeinigt und haben sofort die Booster-Kampagne losgetreten. Das heißt, es wird schon versucht, auch von der Bundesregierung herauszustellen, wo sie sich jetzt einig sind. Aber ja, gerade in der Corona-Politik, da sind die Positionen halt relativ stark auseinander. Und da dann Gemeinsamkeiten und Einigungen zu finden, da kann dann manchmal der Eindruck entstehen, dass die FDP sich durchgesetzt hat. Einschätzungen von Eva Huber aus unserem BR-Hauptstadtstudio. Eva, vielen herzlichen Dank dafür und euch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, was jetzt heute bei diesem Corona-Update bei rumgekommen ist, dann gerne auf br24.de vorbeischauen. Da haben wir es schon zusammengefasst. Lauterbach warnt vor neuer Corona-Welle im Herbst. Gerne auch nochmal das nachlesen. Natürlich auch alle aktuellen Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine in unserem Ukraine-Ticker. Zum Beispiel aktuell eben mit der Meldung, die reinkam, während wir hier auf Live waren, dass bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in der Ostukraine nach offiziellen Angaben rund 30 Menschen getötet worden sind. Also alle Entwicklungen dazu auch auf br24.de im Web und auch in der BR24-App und natürlich überall auf Social Media, wo wir vertreten sind. Vielen Dank, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.